Oh Mann, bitte, ich muss Glück haben. Komm schon, Maschine, ich glaub an dich. Gib mir was Leckeres. Skittles, das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Katzenfutter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zurecht, Jennifer. Ich hab's satt, ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Hä, was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehme den orangefarbenen. Let's go! Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst Nutella von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich habe einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Voll lecker. Okay, wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werde ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Und du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Geschafft. Voll die coole Idee. Jennifer, ich brauche mal kurz deine Wange. Mia, was machst du denn da? Ach komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht hält sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was von den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werde die selber essen. Oh Mann, okay. Ich werde sicher noch was Gutes bekommen. Ich sag's dir nur ungern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Das sind eindeutig keine Marshmallows. Alles klar, das ist Klopapier. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä, was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich vollgeschmiert? Ach komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Gute Lösung. Du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä? Was ist das denn? Wieso ist das so klebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wie soll ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow. Ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Genieß es, Schätzchen. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Okay, Jennifer, freut mich, dass du glücklich bist. Oh, wenn ich jetzt noch etwas Milch haben könnte. Hä, was hast du denn vor? Aha, ich verstehe schon. Milch, natürlich. Ich meine, wir alle lieben die Kombo Cornflakes mit Milch. Oh, so ist gut. Ich lasse die Milch einfach in den Eimer fließen.
Oh, voll lecker. Hey, Clown, hast du mich schon vergessen? Ich drück einfach auf den Knopf. Ich hoffe, ich krieg was Leckeres. Ich will ja nichts sagen, aber diesmal kriegst du Hundefutter. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Oh, das stinkt ja. Komm schon, das reicht jetzt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich will deine blöden Spiele nicht spielen. Tja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Wenn ich erstmal aus der Box raus bin, kannst du was erleben. Come on! Ich muss hier rauskommen, also drücke ich auf weitere Knöpfe. Du hast alles richtig verstanden. Und diesmal bekommst du rohe Eier. Das wird voll cool. Boah, das tut voll weh. Hey! Oh, man! Nein, das sind rohe Eier. Die fallen mir direkt ins Gesicht. Ach, komm schon, Jennifer. Kopf hoch. Ah, und übrigens, du hast zwei Knöpfe gedrückt. Das war's noch nicht? Nein, jetzt kriegst du noch Federn. Oh nein, Federn, ein ganzes Bündel. Okay, mein Glück hat mich eindeutig verlassen. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Was hast du nur mit mir angerichtet? Die Federn stehen dir voll gut, Jennifer. Na komm schon, Mia, drück auf den Knopf. Oh, das nenne ich ja mal eine Wahl. Du kriegst ganz schön scharfe Tabasco-Soße. Viel Spaß damit. Ach du meine Güte, ich werde einfach den Mund zuhalten. Ja, hoffentlich wird dir das helfen, Mia. Okay, endlich ist das vorbei. Ah, das ist ganz schön scharf. Erstaunlich, das macht voll viel Spaß. Oh Mann, ich wurde angebrannt. Du hättest mich nicht mit Tabasco-Soße übergießen sollen. Alles ist in Ordnung, die Feuerwehr ist schon am Start. Dieses Feuer werden wir löschen. Okay, vielen Dank, jetzt geht's mir besser. Na, siehst du, Ende gut, alles gut. Hallo zusammen, wir starten endlich mit der Challenge. Und ich hatte gleich Pech. Ich habe nur eine Packung Kaugummi bekommen. Und ich habe noch viel mehr. Ich habe auch viel. Alex, da hast du wirklich Pech gehabt. Aber du kannst deinen Kaugummi als erster essen. Zumindest habe ich etwas Schönes. Ich mag Huba Buba, besonders den Bubblegum-Geschmack. Hey, was machst du? Awesome! Come on! Du bekommst den Kaugummi und ich muss den Müll aufsammeln. Nimm das. Aua. Komm schon, fluche nicht. Schaue die Blase an, die ich gleich aufblase. Awesome! Wusstest du, dass du mit einer Blase spielen kannst? Aber man muss schon ein echter Meister sein, um das zu schaffen. Wow, das ist wirklich cool. Alex, du machst das toll. Hey. Okay. Aber jetzt bin ich an der Reihe, Kaugummi zu kauen. Zuerst entferne ich die Verpackungen. Ich kenne sogar einen Trick, der mir wirklich helfen kann. Wow, cool! Und jetzt ist es die Zeit, sie zu essen. Lippenabsaugung aktiviert. Oh, wow! Jetzt seht ihr, was eine wirklich große Blase ist. Ich kann nicht zulassen, dass sie eine Blase aufbläst, die größer als meine ist. Oh, no! Oh, was hast du getan? Mein Gott, du hast nicht nur meine Blase zum Platzen gebracht, sondern auch meine Augenbrauen verschwinden lassen. Wie werde ich weiterleben? Du klebst sie wieder an. Okay, ich bin nur ein bisschen in Panik. Alles gut. Mila, dann bist du dran. Endlich! Um die Verpackungen loszuwerden, habe ich eine spezielle Maschine vorbereitet. Awesome! Sehr praktisch. Und jetzt kann ich einzeln essen. Seid ihr bereit, eine wirklich große Blase zu sehen? Dann los geht's! Mila, hör auf, es ist zu groß! Was sollen wir jetzt tun? Wie kann man sie auf den Boden zurückholen? Ich habe eine Idee.
Wir müssen die Blase mit einer Schleuder zum Platzen bringen. Alex, schieß. Warum ich? Denn sonst fliegt okay. Mila ins All. Beeile dich. Rum, ich muss alles selbst machen. Vita, gute Arbeit. Du hast getroffen. Ich dachte schon, ich müsste mich mit den Vögeln anfreunden. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Oh no! Na bitte, ich habe nur einen Granatapfel. Und ich habe 10. Es gibt nicht mehr als bei mir. Naja, sieh dir meinen Stapel an. Mein schmeckt besser. Mila, du isst zuerst. Okay. Juhu. Ich mag Granatapfel sehr gerne. Schaut nur euch an, wie appetitlich die Kerne darin aussehen. Sie sind allerdings nicht sehr bequem zu essen. Aber ich habe immer eine Pinzette für diese kleinen Leckerbissen dabei. Lecker, praktisch und man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Es ist besser, wenn ich die Kerne auf einen Teller lege und sie dann alle auf einmal esse. Ja, so schmeckt es viel besser. Genau 100 Kerne. Das ist wirklich cool. Das bedeutet, dass es 100-mal besser schmecken wird als vorher. Auch wenn ich nur einen Granatapfel gegessen habe, bin ich sehr zufrieden. Alex, du bist dran. Okay. Ich soll zuerst an das Leckerste herankommen. Einen Granatapfel zu schneiden ist zu einfach. Aber ihn aufzureißen... Oh! Wie furchtbar. Alex sieht jetzt wie ein Verrückter aus. Ein Verrückter zu sein ist nicht schmackhaft, aber einen Granatapfel zu essen ist unglaublich. Alex hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist nicht so. Ich esse nur einen leckeren Granatapfel, das ist alles. Vita, eigentlich kannst du auch schon anfangen. Wirklich, es ist an der Zeit, dass ich meinen Haufen auch esse. Mila, ich brauche ein Messer. Hier, bitte. Awesome! Einfach Granatäpfel zu essen ist langweilig, aber aus ihnen leckeren Saft zu machen macht mehr als nur Spaß. Seht mal, ich habe eine Saftpresse. Wow, was für eine große Maschine! Ein großer Entsafter plus eine Menge Granatäpfel ergibt eine Menge köstlichen Granatapfelsaft. Seht ihn euch an. Er fleht mich geradezu an, ihn zu trinken. Ha, hat es gut geschmeckt? Sehr gut. Vita, du hast jetzt Saft sogar auf dem Gesicht. Das ist kein Problem, ich kann ihn leicht und einfach loswerden. Na bitte, ich habe nur eine Dose Cola. Ich habe noch mehr. Schaut, wie viele Colas Mila hat. Ja, seht mal, ich habe einen ganzen Turm von Cola-Dosen. Aber ich trinke trotzdem zuerst. Wenigstens habe ich in mancher Hinsicht Glück. Cola schmeckt immer gut. Es bringt auch danach den Magen immer zum Reden. Ich habe eine tolle Idee, wie ich alle meine Dosen Cola auf einmal trinken kann. Ich öffne sie und dann brauche ich einen speziellen Strohhalm, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist eine gute Idee. Cola ist eben doch so gut. Aua, als würde jemand drinnen darum betteln, nach draußen zu gehen. Das ist ein mächtiges Gebrüll. Was hast du gedacht? Ich bin schließlich ein Junge. Und ich mag Pepsi lieber. Und ich habe eine Dose bekommen. Wie cool. Wozu? Es wird alles fallen. Na und? Lass es fallen. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr nach dem Gipfel greifen. Ich wette, ich kann alle Dosen Cola auf einmal trinken. Komm schon, wir glauben an dir. Hey, wirf nur nicht Müll nach uns.
Ganz genau, das sind Dosen. Es tut weh. Entschuldigung, ich kann einfach nicht aufhören. Mila, was ist mit dir passiert? Hast du deinen Bauch gesehen? Ja, es sind nur die Gase. Ah, rettet sich, wer kann. Dies ist ein Notfall. Oh Gott. Oh, Mila, keine Cola mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr trinken. Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft! Das war sehr cool. Jetzt kann ich leicht den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein. Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, ich soll ihn bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe ist. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger. Nancy hat ein großes blaues Eis. Und Jill hat einen großen rosa Donut. Wer fängt an? Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nun, sie darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Handumdrehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das klappt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen.
Nein. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Nice. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Oh. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal, ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen? Oh nein, gefallen. Ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo, wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi. Und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz. Und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza. Martin hat schwarze Nudeln. Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh. Den habe ich gefunden. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut.
die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Mhm. Okay, ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis, wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Marty hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet das nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zu Menschen werden? In meinem Astkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch. Wir haben diese Challenge geschafft. Hurra!